Guten Abend, liebe Zuschauer. Der Juli geht mit diesem Tag zu Ende und es sah ja lange danach aus, dass der Juli auch Wettergeschichte schreiben könnte. Bis zum 20. des Monats, da lag die Temperaturabweichung im Süden bei etwa 3,5 Grad, im Norden sogar weit über 7 Grad. Ja, dann gab es eine Abkühlung und jetzt schauen wir uns mal an, was daraus geblieben ist.